Du hast bestimmt schon mal so diesen Satz gehört, werde zur besten Version deiner selbst. Und was wäre, wenn es gar nicht darum gehen würde, zur besten Version deiner selbst zu werden, weil du es eigentlich schon bist und deshalb nicht zur besten Version werden kannst? Was wäre, wenn es eigentlich nur darum ginge, das Potenzial, was du in dir trägst, wo du schon so lange das Gefühl hast, da ist irgendwie mehr in meinem Leben möglich als das, was ich gerade lebe. Was wäre, wenn es einzig und allein darum ginge, das zu entdecken und ans Licht zu bringen, indem du aufhörst, dein Licht unter den Scheffel von anderen zu stellen und mal rauskommst aus dem Schatten ans Licht, metaphorisch gesprochen. Kann da was dran sein? Kleines Wortspiel. Sei alles außergewöhnlich. Sei alles außergewöhnlich. Sei außergewöhnlich. Wir sind so sehr dazu geneigt, auch uns ja mit anderen da draußen zu vergleichen. Und egal, wo du stehst, jetzt auch beruflich, es wird immer Menschen geben, die sind ein Stück weiter als du. Egal, wo du stehst, ob du 10.000 Euro im Monat Einkommen hast, ob du 50.000, 100.000 oder 1 Million hast. Es wird immer Menschen geben, die weiter sind, die mehr verdienen, ja, von außen betrachtet. Und deshalb, das Schlechteste, was wir machen können, ist, uns mit anderen zu vergleichen. Wenn du dich mit jemandem vergleichen möchtest, dann mit einer einzigen Person, mit der Version von dir, von zum Beispiel vor 1 Jahr, vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren, damit du einfach mal dir vor Augen hältst, welche enorm großartige Entwicklung du die letzten Jahre gemacht hast. Du warst ja definitiv vor 5 Jahren an einer anderen Stelle als jetzt. Ich bin ziemlich überzeugt davon, du hast dich die letzten Wochen, Monate, Jahre so sehr weitergebildet, dir nochmal Wissen angeeignet, Dinge nochmal verfeinert. Bist Schritte in eine andere Richtung gegangen. Whatever. Und das sicherlich nicht nur beruflich, sondern auch privat. Oder hast vielleicht sogar auch im gesundheitlichen Bereich einiges auf ein anderes Level gebracht. Und das ist damit gemeint. Solange wir uns aber mit Menschen da draußen vergleichen, und es ist egal, wenn wir jetzt gesundheitlich, wenn wir es auf den Body mal beziehen und wir haben abgenommen, es wird immer Menschen geben, wo wir sagen, wow, hat der oder die eine tolle Figur, will ich auch. Verstehst du, was ich meine? Das macht keinen Sinn. Damit halten wir uns einfach nur noch kleiner und bleiben weiter unter dem Scheffel von anderen stehen, wie der Volksmund es so schön sagt, wie ich es ja eben schon erwähnt habe. Hör auf, dein Licht unter den Scheffel von anderen zu stellen. Es gibt dich ein einziges Mal hier. Und du bist mit der besten Version deiner selbst schon hierher gekommen. Du hast alles mitgebracht, was es braucht, um ein ja, wie nennt man das? Erfülltes, glückliches, freies Leben zu leben. Es sind nur ganz viele interessante Ansichten über uns gestülpt worden, die uns glauben lassen, kann das jetzt nicht machen, weil, geht nicht, weil oder was auch immer. Bitte wisse, du bist schon die beste Version deiner selbst. Und was wäre, wenn es wirklich einzig und allein darum ginge, außer alles außergewöhnlich zu sein, sprich, außergewöhnlich zu sein, deine Einzigartigkeit, deine Außergewöhnlichkeit ans Licht zu bringen, mit dem, was du mit hierher gebracht hast, mit deiner Botschaft. Und da alles zusammenzufügen, sodass ein wunderbares Ganzes entsteht. Schau mal, wir kommen alle aus der gleichen Quelle. In meinem Sprachjargon ist das so die Quelle allen Seins. Und jeder von uns erschafft sich seine eigene Lebenswirklichkeit immer mit den eigenen Gedanken, die wir ans universelle Feld aussenden. Niemals jemand anderes. Und alles, was bislang in deinem Leben war, hat dich ja zu dem gemacht, was du gerade bist, den Erfolg, den du hast, da wo du beruflich stehst, da wo du privat stehst. Und darauf gilt es aufzubauen und weiterzugehen. Mit dem, was du als Fundament schon gesetzt hast. Wenn ich das Ganze spirituell ausdrücke, es geht darum, deine Einzigartigkeit, deine Göttlichkeit auch zu leben,
ans Licht zu lassen. Verbunden mit der Frage gerne auch, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Was macht dich einzigartig? Was macht dich außergewöhnlich? Was macht dich zu dieser besonderen Version deiner selbst, was du schon bist, wo du bis eben glaubst, es ist ja nichts Besonderes? Doch, du bist einzigartig, du bist besonders. Und nochmal abschließende Einladung, hör auf, dein Licht unter den Scheffel von anderen zu stellen. Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Und geh für dich, für den Plan deiner Seele, folge dem Ruf deiner Seele und entdecke auch deine Göttlichkeit, deine Einzigartigkeit und erlaub dir, sie zu leben. Wenn du da noch ein bisschen mehr an Impulsen haben möchtest, es gibt ein kostenfreies Videotraining von mir, das ich ganz neu auch aufgenommen habe, wo ich dir auch noch so drei Learnings, mitgebe, die für mich sehr, sehr wichtig waren, um ja auch aufzuhören, mein Licht unter den Scheffel von anderen zu stellen, mein eigenes Ding zu machen, meinen eigenen Weg zu gehen und viel freier und selbstbestimmter zu leben. Du findest in der Nähe von dem Video den Link, klick drauf. Melde dich an und dann bekommst du auch sofort Zugang zu diesem Videotraining. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Und dann, ja, sehen wir uns gleich beim Videotraining mit den Learnings, die ich da von Herzen gerne mit dir teile, die ich auch mal gemacht habe und gegangen bin, um da anzukommen, wo mein Herz, meine Seele mich wirklich hinführen wollte. In diesem Sinne, wir sehen uns gleich im Videotraining.